So ein Song, der deine Authentik wahnsinnig unterstrichen hat. Authent. Wie heißt das Wort jetzt? Bitte sag die Wahrheit. Das, ich, du weißt doch, wie das Wort heißt. Deine Glaubwürdigkeit. Na, aber sag das mal, das mit auf. Authentizität. Super. Jeder war's mit sich. Ich habe ich habe neulich wieder ein Werbeanschreiben bekommen mit der Authentizität. Ja? Ja. Authentizität. Ja. Ja, vor allem, die hat es bei Google nachgeschlagen. Und da steht es natürlich auch falsch. Na klar, weil viele Leute sowas schreiben. Bestimmt, ne. So, also, deine Authentik unterstrichen hat, das war Straßenjunge. Ja, weil, was ich auch interessant fand, es ging von Gangsrap hin dann zu Straßenrap. Ab dem Song gab es dann auf einmal sowas wie, ich bin Straßenrapper, kein Gangsterrapper. Genau, oder? Das war die Zeitenwende und heute spricht man von Straßenrap und nicht mehr von Gangsterrap. Ja, genau. Weil den Leuten einfach klar ist, dass man kein... Guck mal, es gab mal einen Vorfall, da standen wir mit Savage, Taktlos, Raymond Simon und Bobby. Standen vorm SO 36, ja, in Kreuzberg. Also für die Leute, die es nicht wissen, mitten in Kreuzberg. Und wir hatten da irgendeine Show oder sowas. Und dann haben Savage und ich uns so irgendwie über Gangster-Rap unterhalten. Da kamen so zwei Türken um die Ecke, so die Banger aus der Gegend. Und die haben gesagt, wer ist hier der Gangster? Und dann meinte Savage gleich so, ja. Und dann meinte ich, ich bin der Gangster. Ich bin der Gangster. Und dann musst du dich natürlich mit so einen Leuten auseinandersetzen und musst denen. Die auch wirklich in der Gang sind. Genau, die dann wirklich sowas von sich sagen können. Mit denen musst du dann erklären, wie du das meinst. Und das ist einfach bescheuert. Also, natürlich ist. Also, ich kenne. Ja, doch, es gibt welche. Es gibt welche. Leuten, von denen ich sagen würde, okay, das sind wohl wahrscheinlich hauptberuflich Gangster und nicht Rapper. Sowas gibt's. Würde ich schon sagen. Aber das waren wir definitiv nicht. Ja, wir waren wirklich nur Jungs von der Straße. Also Straßenjungs, wo irgendjemand das vielleicht falsch verstehen könnte und sagen könnte, ja, das ist doch Gangsterzeug, wovon ihr da redet. Nein, das ist kein Gangsterzeug. Wir reden von Straßensachen. So, was so Jungs, die eben auf der Straße sind und so, was die machen. Nicht, was Gangster machen. Gangster fahren Sachen in Autos und Kofferräume voll irgendwo hin und müssen sich Menschen entledigen und so weiter. Ja, sowas macht. Das machen Gangster, das machen wir natürlich nicht. Wie fühlt sich das an, wenn man dann beim Bundesvision Song Contest steht? Das ist bei mir. Als Straßen. Das ist bei mir ja immer noch so. Ich fühle mich immer noch besonders, wenn ich auf so einer Veranstaltung bin. Und das Gefühl bewahre ich mir auch gerne, weil ich nicht dazugehören möchte. Ehrlich gesagt. Ich möchte schon unter all denen, also ich meine, ich bin nun mal. Ein Musik-Act, ein großer, und irgendwie gehöre ich mit in die Schublade von den Leuten. Aber ich gehe da nie rein in diese Schublade. Also, ja, ich weiß, mein Namensschild ist da in dieser Schublade, aber ich gehe da nie hin, ich bin nie anwesend. Das heißt, du behältst dir vor, so eine kleine Distanz, kritische Distanz zu den Leuten zu haben. Ja, genau, und irgendwie noch was anderes zu sein als die. So, da nicht mitzuschwimmen in diesem ganzen komischen, in diesem komischen Geschäft. Gibt es eigentlich irgendwann mal so ab einem gewissen Berühmtheitsgrad tatsächlich irgendwie den Umschwung, dass man nur noch mit anderen berühmten Leuten abhängt? Den gibt es bei mir nicht. Also ich kenne das von Leuten. Kennst du das? Ja, ich kenne das. Und ich kann auch nachvollziehen, woher das rührt. Weil natürlich so die Leute, von die nicht so sind, oder da geht es auch meistens um finanzielle Sachen und so, ja, wenn die. Die erwarten nichts von dir, was du, also ja, es gibt eben Freunde und so weiter, die erwarten von dir einfach, dass du, wenn die Geldprobleme haben, dass der Freund mit dem meisten Geld die Probleme löst. Aber du hast nicht nur einen Freund. Ja, da gibt noch mehrere Leute, die das eben erwarten, dass der Geld mit dem meisten Geld seine Probleme löst. Ja, damit gehe ich lieber um, anstatt dann meine Freunde zu verlieren dadurch. Aber ich kann das nachvollziehen, warum das bei Leuten eben so ist. Die hängen mit Leuten rum, die genauso viel Geld haben. Da weißt du, okay, der ist nicht neidisch auf mich oder sonst irgendwas. Der nimmt mich einfach so hin, wie ich bin. Wie anstrengend ist es, ein normales Leben zu führen? Ich führe kein normales Leben. Also, weißt du, normales Leben ist rausgehen, um die Ecke beim irgendwo was frühstücken gehen, nett, und dann einfach sein Leben leben oder vielleicht normal 9 bis 5 arbeiten gehen oder sowas. Ich
führe kein normales Leben. Also ein normales Leben ist das Leben vom Durchschnitt des Volkes. Und ich führe kein normales Leben. Also für mich wäre es anstrengend, ein normales Leben zu leben. Durch deinen Berühmtheitsstatus auf Freunde verloren? Ja, na klar. Sieht man ja dann auch immer wieder in der Presse. Ich bin ja vollkommen unbedarft. Erzähl mal. Nee. Da kommen wir aber tatsächlich auch zu einem Song, der drauf ist auf deinem Best-of-Album Das Testament. Der ist in einer Version drauf, die mich ein bisschen überrascht hat. Oder andere Frage, wie oft hast du diesen Song schon umgeschrieben? Nur live wird der Song umgeschrieben, ab und zu mal. Und dann immer so, wie es die Situation gerade ergibt. Ja. Würdest du ihn noch oft umschreiben? War es zu früh, ihn geschrieben zu haben? Also das Ding ist ja, dass dieser Song tatsächlich mein Testament ist. Ja, und ich meine, ich könnte immer noch was verändern daran, aber der ist mein Testament. Notariell beglaubigt. Ja. Du hast dich festgelegt und da änderst du auch nichts mehr dran. Naja, da kann man eben noch was dazu und umschreiben und so. Es geht auch alles handschriftlich schnell eingereicht. Es geht ja schnell. Warum hast du dein Testament gemacht? Weil mir das empfohlen wurde. Meine Mutter hat mir sogar gesagt, es ist wichtig, dass ich das tue. Ich finde es komisch, wenn auch dein Anwalt oder deine Mutter dir sowas sagen, weil dann denkst du, was haben die vor? Ja, aber wahrscheinlich ist es einfach nur vernünftig. Mir fällt schwer, ich will mir darüber keinen Kopf machen. Ja, aber wahrscheinlich ist es vernünftig. Und Flair kriegt deine Goldplatte. Ja? Flair kriegt deine Goldplatte. Klar, kann er haben. Habe ich gesagt, kann er haben. Aber ob er die will oder nicht, das ist die Frage. Was mich auch wundert, ist, dass Damals hat Fuego ja auch eine Goldplatte gekriegt und dann ist Fuego irgendwie bei Flair in Ungunsten gefallen und dann ist Flair des Nachts bei Fuego gestürmt und hat ihm seine goldene Platte wieder weggenommen. Korrekt. Aber Flair ist auch auf deinem Album drauf, auf dem Best-of. Best-of, na klar. Wenn ich mit Flair im Studio war, ist auch immer ein krasser Song bei rausgekommen. Ja, und natürlich gehören dann die besten Songs gehören auf dem Best-of, ganz einfach. Und da sind persönliche Animositäten, also Schwierigkeiten, die man miteinander hat. Ich muss nicht unbedingt mit Flair mehr rumhängen, so, weißt du, aber ansonsten habe ich kein Problem mit ihm. Ja, und ich beobachte auch, was er tut und so weiter. Na klar, aber für mich persönlich muss ich nicht mehr mit Flair rumhängen. Steht Musik über Freundschaft? Nee. Auf keinen Fall. Also, wenn es eine richtige Freundschaft ist. Wenn es jetzt nur so eine Business-Freundschaft ist, wie Flair und ich die hatten, dann definitiv. Dann steht Musik drüber bei so einer Freundschaft. Aber ansonsten steht Freundschaft über der Musik, ganz, ganz klar. Wahrscheinlich steht dann in dem Zusammenhang auch Vaterschaft über Musik. Du hast... Und der Song ist auch drauf auf deinem Album, diesen Ein Teil von mir irgendwann mal gemacht. Ich weiß, dass du am Anfang ziemlich Probleme hattest, diese Vaterschaft irgendwie anzuerkennen oder der irgendwas Positives abzugewinnen. Wie hat sich das verändert? Naja, muss ich mal gucken. Ich war 19 und hatte keine Perspektive für mich in meinem Leben. Also da gab es diese Musik, aber dass das ernst wird oder dass man damit Geld verdienen kann, hat keiner geglaubt. Und die Mutter von meinem Sohn natürlich auch nicht. Und dann stehst du da und weißt, du hattest selber schon keinen Vater, der sich um dich gekümmert hat und so weiter. Und jetzt musst du ein Vater werden, aber du weißt, die Voraussicht darauf, dass du ein guter Vater sein kannst, ist sehr gering, weil du hast nicht die Möglichkeiten, was sollst du machen. Also ich weiß, viele Leute sagen, wärst du arbeiten gegangen. Aber genau das war ja mein Riesenproblem. Ich habe schon in der Schule vorher schon die Fehler gemacht und war da nicht richtig am Ball. Und hatte eben einen Abschluss von 4,7 nach der 10. Klasse. Niemand wollte mich mehr noch eine 10. Klasse wiederholen lassen oder so. Ich hatte einfach in der Schule schon verkackt. Ja? Und dann hätte ich dementsprechend keinen Job gekriegt, mit dem man ein Kind ernähren kann und geschweige denn noch für das Kind da sein kann. Also so viel Zeit dann noch hat, neben dem Job fürs Kind auch noch da zu sein und so weiter. Und das hat mich einfach komplett belastet. Ich wusste, ich kann kein guter Vater sein. Das war für mich sehr schwer. Ja. Mittlerweile bin ich so ein guter Vater, wie ich sein kann. Oder so ein guter Vater, wie die Mutter es zulässt, dass ich einer sein kann. Weißt du? Wie hat sich die Einstellung verändert? Nur dadurch, dass es dir materiell besser ging? Oder hat sich auch trotzdem geistig verändert? Dadurch, dass es mir materiell besser ging,
hatte ich natürlich auch Sachen und Pflichten, wo ich wusste, dafür muss ich eben Sachen tun und erledigen. Das hatte ich vorher nicht. Also dieses Pflichtbewusstsein für so ein normales Leben hatte ich einfach nicht. Weißt du? Und das habe ich damit dann auch erst durch das Geld gelernt, weil ich wusste, okay, das Geld willst du jetzt behalten. Wie ist die beste Möglichkeit, nicht wieder dahin zu kommen, wo du herkommst? Ja? Das ist dann eine gewisse Kontinuität. Und das habe ich mit dem Geld gelernt, ja, mit dem, dass es mir finanziell besser ging. Das heißt, ohne das Geld wäre es wahrscheinlich ein verantwortungsloser Mensch geblieben, der du mit 19 warst. Bestimmt. Also vermute ich. Ich kann das nicht sagen, aber das ist meine Vermutung. Okay, was würdest du heute einem 19-Jährigen raten, dessen Freundin ungewollt schwanger geworden ist? Wenn er so einen Abschluss hatte wie ich, kann ich ihm nichts raten. Dann wahrscheinlich verstehe ich mit der Frau immer gut, weil die kriegt Kindergeld, macht noch ein Kind und noch ein Kind und lebt von dem Kindergeld. Hartz IV, Schwarzarbeit und Kindergeld. Irgendwie sowas, ja. Wahrscheinlich. Also ist wahrscheinlich die beste Lösung. Das heißt, du hattest wirklich viel Glück in deinem Leben. Ja, aber man kann es nicht nur auf das Glück schieben. Ich weiß, mag arrogant klingen und wahrscheinlich sollte ich einfach jetzt sagen, ja, ich hatte Glück. Aber ich habe auch ein gewisses Quäntchen Talent, glaube ich. Weißt du? Und ich glaube, dass das auch dazu rührt. Mag es meine Musik sein, wie ich Leute eben mit meinen Texten erreichen kann und so weiter, oder wie ich in Interviews auf Leute wirke oder wie ich Leute unterhalten kann, wenn ich irgendwo live bin oder so. Ja, das ist mein Talent und das hat mich auch dahin gebracht, nicht nur Glück. Und dann zum Abschluss zu etwas ganz Positiven, zu dem Adel Tawil-Song Der Himmel soll warten. Da sagst du, du hast noch ganz viel vor. Was hast du noch vor? Ja, ich würde gerne, so wie ich es auf dem Song sage, alle meine Schäfchen ins Trockene bringen. Und dazu gehört eben meine gesamte Familie. Die Familien von meinen besten Freunden gehören dazu und so weiter. Und das sind so meine Schäfchen. Und wenn ich die alle im Trockenen habe, dann bin ich zufrieden. Was ist aus deinem Bauernhofprojekt geworden? Ich habe mir den schon einen oder anderen Bauernhof angeguckt. Und Bauernhöfe sind Bauernhöfe, was soll ich sagen? Ey, das sind so. Es gibt keinen Bauernhof, der irgendwie meinem Wohnstandard entspricht. Verstehst du? Dann muss ich immer damit einrichten, dass eben so die Spinnen in der Ecke rumhängen und so weiter. Und dass es vielleicht auch mal ein bisschen feucht ist in der Wand und so eine Sachen. Ja. Ist kein so ein Bauernhof finden in der Stadt. Nee, ich hätte gern einen Bauernhof, der einfach, wo so eine normale Villa draufsteht oder sowas, aber. Trotzdem ist er autark. Ja? Trotzdem gibt es vielleicht einen Brunnen, der das Regenwasser sammelt und Solaranlagen auf dem Dach und man versorgt sich selber mit Strom und Heizung und so weiter. Das wäre so das, was ich gewünscht hätte. Aber wenn du dir im Bauernhof heutzutage anguckst, sind die Häuser immer schon drauf. Dann müsstest du die Häuser abreißen, aber hast nur eine gewisse Größe, die du überhaupt bebauen darfst auf dem Gelände und so weiter. Also es gibt sehr große Regeln dafür. Du brauchst einen Bauern. Wenn du selber kein Bauer bist, brauchst du einen Bauer, der dein Land bewirtschaftet. Sonst darfst du gar keinen Bauernhof kaufen und so weiter. Das ist alles nicht so einfach. Ich dachte, ich kaufe einen Bauernhof, der schön abgelegen ist irgendwo und dann wohne ich da schön und gehe ab und zu mal einkaufen und melke Schweine. Man kann doch so ein Landgut da kaufen, irgendwo da in Mecklenburg. Könnte man, ja. Genau, aber wie gesagt, das ist dann doch mehr Arbeit, die man noch reinstecken müsste, als ich dachte. Und jetzt wird es einfach ein selbstversorgendes Haus in der ruhigen, grünen Gegend. Dann ist man doch schon so autark, wie es geht, momentan. Leben wir in den letzten Tagen? Hä? Leben wir in den letzten Tagen? Ja, also ich weiß nicht, ob wir jetzt tatsächlich, wenn man das auf die ganze Weltspanne sieht und solange wie der Mensch existiert, ja, glaube ich schon, dass wir in den letzten Tagen leben, aber die sind noch nicht die letzten Tage, dass wir das noch erleben, glaube ich. Du sowieso nicht. Aber ich glaube, ich werde das auch nicht mehr erleben. Also wir werden schon noch mitkriegen, dass das alles ein bisschen den Bach runtergeht und dass sich mit der Finanzlage auf der Welt einiges ändern wird. Das kann man, wenn man jetzt ein bisschen interessiert ist, sowieso schon prophezeien. Und auf jeden Fall von dieser Zivilisation, das ist gerade der Höhepunkt oder der Peak war schon von dem, was der Mensch mit dieser Erde machen kann. Der war schon. Ja, und jetzt geht es nur noch bergab. Auch ein Song auf deinem Album? Nee, auf keinen Fall. Doch, hier, bergauf, bergab oder so. Bergab, ja. Bergab, ja, okay, es geht bergab, aber da geht's ja nicht um die letzten Tage der Menschheit. Das ist aber übrigens ein anderes Thema für so eine. Aber noch ein kleiner Finanztipp zum Schluss, wie legst du dein Geld? Ich würde
als Finanztipp, also ich sage nicht, wie ich mein Geld anlege, aber ich kann Leuten raten, jetzt momentan ist eine gute Zeit zum Schulden machen. Ah, perfekt. Ich bin dabei. Ja, hast du? Bist du gerade dabei? Immer. Also, aber du weißt, ich hatte ein Label. Ja, genau. Okay, gut. Aber wie gesagt, jetzt momentan ist eine gute Zeit, das ist eine gute Zeit zum Schulden machen. Als Finanztipp. Sehr gut. Okay, dann würde ich sagen, wir sind am Ende unserer heutigen Sendung. Vielleicht sehen wir uns morgen ja nochmal beim Videodreh. Wer weiß. Den musst du zu Hause lassen. Der quatscht immer dazwischen. Der, also, weißt du, der kann nicht einfach Kameramann sein. Der muss auch noch seine Kommentare immer lassen. Das ist wie Desu. Na, auf jeden Fall. So mit dem Besen so ins Bild. Nee, und das nächste Mal sehen wir uns beim Schweinemelken. Auf dem Landgut. Ja. Du musst hier dreimal drücken. Auf Wiedersehen bei Dies, Das von AgroTV.